Heute ist es ja so, dass du das, was du früher hattest, du hast gesagt, irgendwie die Autos, die Frauen, das Geld, hast du ja heute nicht mehr. Weinst du dem nach? Kein Stück. Das ist so, wie ein Kind. Ich werde das mit einem Kind erkennen. Ein Kind steht vor einem Spielzeugladen, drückt sich die Nase platt, kriegt das Spielzeug nicht, weil kein Geld da ist. Sondern wenn er dann irgendwann mal Geld hat, dann kauft er sich ein Spielzeug. Dann sind die Spielzeuge natürlich größer, dann sind das Autos, sind das Frauen, sind das egal was. Sondern wenn du alles hattest, dann ist das irgendwann langweilig. Also es gibt nichts, was mich heute noch reizt. Weil du alles erlebt hattest? Ja, ich habe alles durch. Eigentlich heute, ich bin eigentlich ein Spießer geworden. Von der Lebenseinstellung her. Mir langen kleine Sachen. Was ich nicht vermissen möchte, ist gut essen. Ja. Und was ich nicht vermissen möchte, ist Gesundheit. Das sind die beiden Sachen. Alles andere ist mir egal. Ist es jetzt eigentlich für dich nicht, nachdem du so viele Frauen hattest, irgendwie schwerer, eine Frau zu finden? Ja, für mich ist so, ich bin übersättigt, das ist eine Seite. Aber die andere Seite ist, ich bin eigentlich völlig normal geblieben. Da hat sich eigentlich nichts geändert. Und ich war jetzt bis vor ein Vierteljahr mit einer Türkin liiert, bildschubsches Mädchen, 40 Jahre alt, studiert. Es hat alles geklappt, nur mit der Familie hat das nicht geklappt, deswegen haben wir uns wieder getrennt. Ne? Also ich habe gar keine Probleme mit Frauen. Also ich kann, wie jeder Normale, ich bin ein bisschen Machismo, habe ich schon, aber Frauen mögen das auch. Die mögen keine Dullis. Ja. Ja, was machst du jetzt? Ich habe gehört, du bist ironischerweise oder vielleicht auch gerade in einem Anti-Drogen-Verein. Was machst du? Ja, der Anti-Drogen-Verein ist eigentlich nicht weniger Ironie, sondern eigentlich die Summe des Wissens. Ja. Und wenn du jetzt, egal ob das jetzt Psychologen oder wer das auch immer ist, die denken alle, die haben Wissen. Ich habe alles gesehen, vom Underground bis ganz oben. So, und daraus kannst du dir ein Bild machen. Das ist eigentlich, als wenn du studiert hast. Ich habe halt Drogen studiert. So, und jetzt weiß ich, wie funktioniert der Markt, wie funktionieren die Leute, warum nehmen die, weshalb, wieso. Und aus diesem ganzen Wissen mit einem Freund von mir zusammen, der ist 25 Jahre heroinabhängig gewesen, der hat jetzt eine Firma in Marburg unten, ist super seriös geworden, ist seit 12, 14, 16 Jahren clean und ist damit reich geworden. Und wir beide zusammen haben natürlich ein extrem großes Wissen. Und aus diesem Wissen haben wir praktisch Leute gefunden, Doktoren, Professoren, die sind dabei. Und wir haben jetzt einen Verein gegründet, einen Anti-Drogen-Verein. Aber wir wollen keine Therapie machen, jedenfalls jetzt nicht. Wir wollen einfach Aufklärung machen. Und dafür habe ich so ein Konzept entwickelt, das nenne ich Drogenführerschein. Weil jedes Ding ist eine Droge, was wir hier haben. Eigentlich sind wir ein Volk von Drogisten. Die fühlen sich alle immer, wenn sie hören, ja, der nimmt Kokain, der raucht Haschisch. Und dann müsste man in ihren Tablettenschrank gucken, was sie sich an Psychopharmaka reinhauen. Oder was sie sich an Alkohol reinschütten jeden Abend. Und fühlen sich aber als clean. Und im Prinzip sind wir alle süchtig. Ich bin zum Beispiel hier süchtig nach Zigaretten. Oder nach Kaffee. Kaffee nicht ganz so, aber Zigaretten. Und Alkohol, ja gut, ab und an mal, aber nicht so extrem. Aber ich habe kein Drogenproblem. Andere wiederum haben ein Haschischproblem. Die knallen sich hinter ihre Joints rein. Wo ist das Problem? Die sollen die ganze Scheiße freigeben. Dann haben sie diese ganze untere Kriminalität nicht mehr. Und eine Qualitätskontrolle. Ja, und die Leute stürzen nicht so ab. Und die können das kontrollieren. Die können sogar noch Steuern darauf einnehmen. Wir sind doch ein freies Land. Du kannst hier, guck mal, wenn du 16 bist, dann kannst du entscheiden, ich trinke jetzt Alkohol. Na, warum kannst du nicht entscheiden, ich rauche jetzt einen Joint? Weil irgendwelche Oberschlauen sagen, das ist super schädlich. Ja, Alkohol ist auch schädlich. Alles ist schädlich. Wir sind ein freies Land und das wird eigentlich nur politisch gewollt. Da wird was kriminalisiert. Und aus dieser Kriminalisierung heraus, der Bedarf ist da. Die Leute ballern. Was hat sich geändert? Die haben unheimliche Mengen in die Anti-Drogen-Geschichten gesteckt. Und wenn ich so nachdenke, 1994 war bei mir Schluss. Und wenn ich heute gucke, der Markt hat sich verdrei- oder vervierfacht. Was haben die erreicht mit ihren ganzen Anti-Drogen-Programmen? Nichts. Und die werden auch nichts erreichen. Das kann man so sehen, guck dir die Prohibition in Amerika an. Da haben sie ein paar Jahre da den Hahn dicht gedreht und haben irgendwann festgestellt, weil das eine Volksdroge ist, mach ihn wieder auf. Nur hier ist das so, hier ist das verpönt. Und dann wirst du über irgendwelche Zeitungen, über irgendwelche Berichte, wirst du dann so eingestimmt, die bösen, bösen Jungs. Ja. Und die meisten Sachen, die du dir, die man im Studium Drogen lernt, hast du dir die selber beigebracht? Oder hast du einen Mentor, ohne jetzt einen Namen zu nennen? Es gibt dafür keine Uni. Das musst du alles selber erleben. Und das hängt dann damit zusammen mit Erfahrungen. Und Erfahrungen kosten Geld. Und manchmal noch andere Sachen.
Nein, das sind Erfahrungen. Jede Erfahrung, die du sammelst, musst du bezahlen. Das gibt nichts umsonst. Entweder zahlst du mit Geld oder mit Knast. Ja, wenn man austeilt, muss man auch einstecken können. Naja, gut. Das ist Selbstverständlichkeit. Wenn du hier gegen irgendeine Norm verstößt in unserem Land, da musst du als Normbrecher dir ein bisschen Knast reinziehen. Ja. Und dann darfst du nicht jammern und sagen, ja, ich wollte gar nicht, ich bin da reingerutscht. Jeder weiß, was er tut. Du auch. Ich weiß das auch, ja. Das ist einfach so. Die Leute stellen sich hin, ich bin da so reingerutscht. Ist keiner. Ach, das ist doch völlige Summe Zeug. Das ist aber das, was die Gesellschaft will. Die Gesellschaft will den Büßer. Du musst büßen, musst auf die Knie fallen und sagen, ich bereue alles. Dann ist die Gesellschaft zufrieden. Das ist ein Ritual. Du musst dich brechen lassen irgendwie, ne? Ja, das ist ein Ritual. Das verlangt die Gesellschaft. Und ich bin deswegen ein bisschen verschrien, weil ich sage, was ich denke. Das werde ich auch mein ganzes Leben machen. Ich habe da nur Nachteile davon, aber ich bleibe so. Das nennt man Zivilcourage. Aber dafür respektieren dich auch Leute. Natürlich, da hole ich meinen Respekt her. Ich habe in der soliden Welt Respekt und ich habe auch in der kriminellen Welt Respekt. Den kriege ich deswegen, weil ich gerade sage, was ich denke. Und mich nicht verbiegen lasse. Für mich selber ist das nachteilig, weil ich hätte mir viel Knast sparen können. Ich wäre viel eher rausgekommen. Ich hätte meinen Knast leichter machen können. Aber ich sage mir, wer sich verbiegen lässt, das ist der erste Ansatz. Guck mal, wenn du das Dritte Reich nimmst. Na, hinterher war es keiner. Haben alle nichts damit zu tun gehabt. Vorher haben sie gejubelt und der Rest hat sich verbiegen lassen. Ich wäre im Dritten Reich wahrscheinlich irgendwie Widerstandskämpfer geworden oder irgend sowas, weil ich das nicht mitgemacht hätte. Aber die Leute machen es mit und anschließend sagen sie, ja, tut mir leid, ich wusste das nicht. Politiker, guck dir das alles an. Alle, denen tut es immer leid. Meinst du, tut das wirklich leid? Das ist eine Show. Ja, glaubwürdig sind die meisten nicht. Natürlich. Guck mal, ich erlaube mir die Frechheit zu sagen, ja, ich habe gewusst, was ich tat. Ja, ich habe es bewusst gemacht. Na. Das wird aber in der Gesellschaft nicht akzeptiert. Also es wird aber auch nicht akzeptiert, wenn Leute unglaubwürdig sind. Beziehungsweise noch eher. Ja, guck mal, guck dir Helmut Kohl an. Helmut Kohl hat gesagt, ich nenne keine Leute. Der hat die ganze Republik geschrien. Der hat wenigstens mal ein paar Eier gehabt und hat gesagt, ich nenne keine Leute. Alle anderen brechen noch zusammen und erzählen, ja, tut mir leid, wusste ich nicht, konnte ich nicht. Ja, irgendeinen Grund finden die immer. Und das ist das, was eigentlich die Gesellschaft will. Und hast du es eigentlich auch mal in deiner Karriere so, dass du von Leuten unter Druck gesetzt wurdest? Natürlich. Auch so mit Drohbriefen? Briefe nicht. Da gab es keine Briefe, gab es direkt ein Gespräch. Und da hast du dich immer Eindruck gezeigt? Ja, natürlich. Wenn du nachgibst, das ist einfach so. Wenn du nachgibst, bist du plünderbar. Das ist wie bei einer Erpressung. Wirst du erpresst und zahlst immer wieder. Also musst du direkt einen Cut machen und sagen, gibt nichts. Helmut Schmidt hat das richtig gemacht, damals in der Schleiereinführung. Ja, genau. Der hat das völlig richtig gemacht. Der Staat ist nicht erpressbar und wenn wir jetzt für einen zahlen, dann ist morgen der nächste weg. Genau. Also man darf nicht erpressbar sein, ne? Nein. Wenn du erpressbar bist, dann wirst du zum Dulli, dann macht jeder mit dir, was er will. Auch wenn irgendjemand versucht, irgendwie eine Machtposition zu erhalten, kann es natürlich auch sein, dass er trotzdem auf einen losgeht, um sich einen Namen zu machen. Kann sein, das musst du vorher checken. Das heißt, du brauchst einen siebten Sinn für solche Dinge. Wenn du solche Sachen nicht siehst, dass jemand dich angreift, dann ist schon zu spät. Du sagst ja, dass du keine Leute, wie du sagst, zum Knallen hattest oder nur wenig oder die bei dir nur wenig zum Einsatz kamen. Ich hatte sie, aber die sind nicht zum Einsatz gekommen. Und trotzdem ist es dir gelungen, dass die Leute trotzdem die Sorge hatten, dass die kommen. Also du hast es trotzdem immer noch glaubwürdig angedroht. Ja, das muss man sich so vorstellen, als wenn dich jemand auf eine Bombe setzt und den Zeitzünder einstellt. Dann weißt du, das Ding geht in die Luft. Mhm. Und ich habe mir den Zeitzünder mal nachgedreht. Aber du saßt trotzdem auf der Bombe. Also ich habe die Leute gehabt, ich habe sie nur nicht eingesetzt. Und sie wussten, selbst wenn du stirbst, es gibt trotzdem noch ein Echo? Natürlich. Das muss auch immer so sein. Ja, nicht überall. Das ist, man hat immer so, wenn man also in der soliden Welt, sag ich mal so, hat man so bestimmte Vorstellungen. Die kommen aus diesen ganzen blöden Krimis und diesen Verblödungsdingern, die du im Fernsehen siehst. Das ist keine Realität. Die Realität ist völlig anders.